fängt man an, über so ein Thema zu reden? Ja, am besten am Anfang. Und los. Bei mir in der Familie und zu Hause war das Thema Essen und das Thema Gewicht schon immer sehr präsent. Meine Mutter hat selber eine Geschichte hinter sich, in dem sie sehr, sehr viel Kilo abgenommen hat. Und obwohl sie immer versucht hat, mich das nicht spüren zu lassen, habe ich natürlich als Kind trotzdem die Ängste ums Essen gespürt. Und ich bin auch damit aufgewachsen, dass Lebensmittel kategorisiert wurden in gute oder schlechte Lebensmittel, dass immer hier und da mal ein Kommentar war über Kalorien. Ich kann mich noch sehr gut an einen Spruch erinnern, der bei uns sehr präsent war. Ich weiß gar nicht, ob ich den heute noch zusammenkriege. Aber morgens essen wie ein Kaiser, mittags wie ein König. Oder morgens essen wie ein König und mittags wie ein Kaiser. Auf jeden Fall abends essen wie ein Bettler. Und ich weiß, dass meine Mutter sich auch sehr lange daran gehalten hat oder immer wieder diesen Spruch auch gesagt hat. Und dass das für mich klar war, dass ich abends zum Schlafengehen halt nur sehr wenig esse oder dass ich gar nichts esse oder wenn man Salat isst, am besten auch das Dressing weglässt. Ja, und ich glaube, das hat schon einen Grundstein auch für ja, mein späteres Essverhalten gelegt. Dazu kamen dann auch die Schönheitsideale in den Medien. Als Kind, die ganzen Filme, die ich geguckt habe, bei mir waren es relativ viele Prinzessinnenfilme, wo auch Schlanksein immer als schön klassifiziert wurde oder auch als erfolgreich und damit aufzuwachsen. Und dann auch bei mir im Teenageralter fing das so langsam an mit Social Media. Heute ist das ja noch viel weiter verbreitet und auch viel präsenter, die ganzen Plattformen, in denen man sich vergleichen kann. Und auch da, ja, bestimmte Schönheitsideale, die sich ja auch gefühlt jedes halbe Jahr ändert. Also wenn ich heute mal zurückgucke auf das Schönheitsideal, wo ich Teenager war, ist ein ganz anderes als heute. Und ich denke, auch in einem halben Jahr werden wieder irgendwelche neue Trends folgen. Aber sich dem auszusetzen, sich dem zu vergleichen und dann auch da hochzuschauen, zu sehen, da gibt es Likes, da gibt es Anerkennung, da gibt es Wertschätzung. Ja, und das hat dann einen weiteren Grundstein dafür gelegt, dass ich dann auch in eine bestimmte Schiene abgerutscht bin, beziehungsweise mir selber so einen Druck gemacht hat, dass ich eben auch ein bestimmtes Körperbild haben will. Ich kann mich auch noch sehr gut an ein ganz spezifisches Kommentar erinnern. Ich war ja so ein ganz klassisches Pferdemädchen. Also ich habe immer über Pferde geredet, ob man zuhören wollte, ob man das wissen wollte. Pferde war meine Welt. Und ich habe auch relativ früh angefangen, auf Turniere zu gehen. Da war ich so um die 10, 11 Jahre alt. Und als Kind war das für mich natürlich super wichtig, das erste Turnier, die ersten Turniere. Man trainiert so lange drauf hin. Das ist ein Riesentraum gewesen. Und ich wollte natürlich auch eine gute Note haben. Und ich kann mich daran erinnern, dass meine Reitlehrerin, die dann mit mir auch daraufhin trainiert hat zum Turnier, dass sie, und das eher in einem Nebensatz, aber das ist bei mir geblieben und das hat auch mit einen Grundstein gelegt für das spätere Essverhalten, dass sie gesagt hat, wenn ich eine gute Note haben möchte auf dem Turnier, wäre es gut, wenn ich noch ein paar Kilo abnehmen würde, weil das Äußere eben auch mit bewertet wird. Und das hat schon auch einen Grundstein dafür gelegt,
dass ich mir diesen Druck gemacht habe und dass ich gesagt habe, ich möchte mein Gewicht reduzieren, ich möchte mein Äußeres ändern. Ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Ich bin nicht schön genug, so wie ich bin. Und ich muss etwas an mir verändern. Ich habe angefangen, die ersten Diäten zu verfolgen, Low Carb, Low Fat, in Zeitschriften geguckt. Ich habe mich sehr stark verglichen mit anderen Frauen und habe mein Essen sehr stark eingeschränkt. Mein Körper überhaupt gar nicht das gegeben, was er braucht an Nährstoffen und auch an Kalorien, an Energie für meinen doch aktiven Lebensstil. Und habe dann daraus hinaus wieder die Kontrolle verloren. Also wir haben Diät, starke Kontrolle zu Heißhungerattacken und Essanfällen und extrem starken Kontrollverlust, indem sich mein Körper versucht, all das wiederzuholen, was ich vorher eingespart habe. Und man hat es auch von außen nicht so gemerkt, weil ich normalgewichtig war, beziehungsweise ich war ein Stück übergewichtig. Also ich habe 90 Kilo gewogen zu der Zeit und das war auf meiner Körpergröße. Das sieht man schon, dass ja, ich so ein bisschen mehr hatte, aber nicht, dass das mit einer Krankheit assoziiert wurde. Ich hatte wirklich die Überzeugung, dass wenn ich keine Maßnahmen ergreife, um zu erbrechen, dass ich dann nicht krank bin. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass die kompensatorischen Maßnahmen an sich, dass die auch als Krankheit klassifiziert werden könnten. Also wenn ich dann diese Heißhungerattacken hatte, habe ich das extrem auf mich selbst abgefärbt. Also ich habe gesagt, ich bin nicht diszipliniert genug. Mein Wille ist zu schwach, er ist nicht stark genug, um etwas durchzuhalten. Ich bin nicht gut genug, da auch wieder in die alten Glaubenssätze zu fallen. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug. Immer wenn ich eine Diät gemacht habe, habe ich auch Kilos verloren. Also ich habe das auch geschafft, jetzt nicht nur 2-3 Tage durchzuhalten, sondern eine Woche oder auch mal einen Monat durchzuhalten. Dass dann auch eben diese Anerkennung und diese Bestätigung von außen kam, nach der ich ja auch gesucht habe. Weil im Endeffekt habe ich nach etwas im Außen gesucht, Anerkennung, Wertschätzung, weil ich mit mir selbst nicht zufrieden war, weil mein Selbstwert sehr gering war, weil ich diese Glaubenssätze hatte, dass ich nicht gut genug bin, so wie ich bin, dass ich nicht schön genug bin, dass ich etwas an mir ändern muss. Und wenn man nicht gefestigt ist in sich selbst und sich selbst die Anerkennung, die Wertschätzung, den Respekt geben kann, dann sucht man das eben im Außen. Und das im Außen habe ich auch immer wieder bekommen durch die positive Verstärkung, die mein Essverhalten verstärkt hat. Weil dann kriegst du halt die Kommentare, wow, du hast abgenommen und du siehst ja gut aus und du bist so diszipliniert, dass du 7 Tage die Woche zum Sport gehst und 2 Stunden im Fitnessstudio auf dem Crosstrainer verbringst. Total beeindruckend, ich wünschte, ich wäre auch so wie du. Und das stärkt einen natürlich total und man will auch mehr von dieser Anerkennung im Außen. Und man sucht immer an der falschen Stelle. Weil es geht nicht ums Außen und es geht in dem Fall auch nicht ums Essen. Das ist etwas, was in mir gesessen hat oder meistens in der Betroffenen selbst sitzt. Ich wollte eigentlich bei mir zu Hause in der kleinen Wohnung filmen, aber irgendwie hat mich diese Gartenhütte angesprochen, zumal sie heller ist und ich einen Blick habe direkt ins Grüne, obwohl sie noch sehr orange ist. Also da muss ich mir auf jeden Fall was einfallen lassen in
den nächsten Videos. Ja, aber ich glaube, für heute reicht es. Für heute können wir starten. Die Reise zu einem Leben in Leichtigkeit, Freiheit und Gesundheit. Wie fange ich an? Ja, nicht so viel drüber nachdenken, einfach auf Play drücken und los geht's.